Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Gears of War 5. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir es finden. So, wir sind in das Forschungslabor eingedrungen. Suchen wir uns einen wunderbaren Weg. Immer noch fasziniert von der Technik von dem Spiel, ehrlich. Selten so ein ruckelfreies Spielerlebnis gehabt hier. Das ist so geil optimiert. Ja. Ich habe einen Weg gefunden. Nehmen wir Vollstrecker mit für... Nein. Auf keinen Fall. Was haben wir hier? Overkill für die Nasher, für die... Na! Longshot-Relikt ist ganz cool. Marcus, wir haben deinen Flur gefunden. Und deine runde Tür. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hatte ich ganz vergessen. Böser Marcus! Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Stopp halt. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben womöglich ein Problem. Ja, das haben wir definitiv. Aufseher! Alter, das sind doch keine Locust mehr! Da gibt's nur eins. Vernichten! Oh mein Gott. Er ist gepanzert. Super. Wenn er zusteht, können wir wahrscheinlich ihn ausweichen. Ich weiß was. Au, au, au. Ach ja, ich hab ja die Scheiße. Da muss der erst reinlaufen. Aber es bringt mal gar nichts. Ich baller dem einfach mal auf die Birne. Ah, da haben wir's doch. Mal, der deckt seinen Schädel. Hahaha. Kann ich eigentlich mit der Lanze halt aufballern? Wow! Der Rest sollte easy sein. Hab ich auch eine. Mann, ich komme nämlich zu. Ich kann dir nicht nahe kommen. Granate raus! Da ist die Birne geplatzt. Nehmen wir die Breaker-Keule mit. Aber für das Relikt. Scheiße. Finden wir, was wir suchen und verschwinden dann. Sehr schön. Ja, komm. Stimmen wir da mal da rein. Erkunden den ganzen Weg hinterher. Oh mein Gott. Ja. Genau das dachte ich mir. Na, die war schon ganz gut. Breaker-Keule. Voller Angriff. Nur noch Matsche. Mal sehen, wo das hinführt. Das ist auf jeden Fall ein Tresor. Jack, kannst du den da öffnen? Ich glaube, wir werden hier fündig. Das haben wir hundertprozentig gesucht. Yes. Ich habe 3 Komponenten gefunden. The fuck, ich habe 11 Stück. Wir sollten upgraden. Da fehlen noch Sachen für Jack, aber... Gesundheit, ich finde, der überlebt ziemlich lang. Den Zapper, eigentlich können wir den Zapper verbessern. Ja. Ansonsten... Möchte ich Stim behalten, aber ich möchte meinen Blitz wieder haben. Ich finde die Falle irgendwie nicht so prickelnd.
mit der Breaker-Keule rumrennen. So geil. Zieht euch Gears rein. Das Spiel hat eine zu kleine Fanbase, finde ich. Es muss größer werden. Es ist wirklich so gut. Kein Wunder, dass wir die Breaker-Keule dabei haben. Sollten wir wirklich gegen die kämpfen? Da führt gar kein Weg dran vorbei gerade. Das ist meine absolute Lieblingslancer. Weil ich das mit diese ultra geilen Raketen schießen kann, wirkt die normale Kettensägen-Lancer schon irgendwie komisch. Na los, gehen wir wieder rein. Würde ich sagen. Aber ich habe gerade keinen genauen Weg. Suchen Sie nach dem Forschungslabor der Anlage. Gut, wir haben da unten nur Komponenten gefunden. Da kamen wir her. Wie kommen wir hier hoch? Nee, da können wir nicht hoch. Kann ich da wieder hoch? Nein. Gut. Dann waren wir in dem Haus. Vielleicht können wir ja hier ein Stück noch weiter hoch. Hier vielleicht durch das Tor. Ja. Ich hab hier was. Hilf mir beim Heben. Dadurch, Kleiner. Du auch. Okay. Das sind definitiv keine Stars-Attacks. Aber was zur Hölle da? Nichts Gutes. Das ist alter Eisen. Definitiv. Und ich habe überall eklige Viehkorrosion. Okay, die sollten wir gleich ausknipsen. Ganz leise. Ja, renn ruhig dran vorbei. Gut, soweit, so gut. Mann, ich will nicht diesen scheiß Vollstrecker. Ja, solange ich die lautlos ausknipsen kann, ist alles gut. Mein Kern. Haben die sich jetzt aktiviert? Ja. Aber der ist wieder ausgegangen. Die gucken mich genau an. Oh Gott. Den können wir noch. Macht nix. Oh oh. Ziel ausgeschaltet. Flieg einfach in die Luft. Oh mein Gott, mir fehlt ja die. Stimmt. Bulldog-Pistole regelt. So stark das Ding. Mistviecher, komm her! So muss es sein. Weiter. Hab dich. Hell yeah. Die sind noch nicht im Alarmmodus. Da liegt auf jeden Fall eine verdammt geile Waffe, die ich holen sollte. Wenn ich nicht gleich drauf gehe. Ja, clever. Da ich bestimmt die ganze Sektion nochmal neu machen. Das ist so unfair. Wir leben doch nicht mehr im Jahr 1980. So viel ich ausschalten kann, desto besser. Ich sollte mir ganz schnell die Tri-Shot holen. Wie viele Bibis hat denn hier überhaupt stationiert? Macht nichts. Gefällig.
Wir haben noch genug Munition. Aber die Bolzock, die regelt das eigentlich auch ganz gut, finde ich. Wusste ich, hab richtig gehört. Oh oh! Und wenn wir die so anlocken können, ist es eigentlich noch leichter als schleichen. Oh gut, werde ich nicht. Also sogar während des Kampfs die ausschalten können von hinten, finde ich toll. Mann, dann könnt ihr ruhig den anderen beschädigen. Hätte ich nichts gegen. Oh, nice. Renn da ruhig rein. Gut, dass auch die Gegner davon verletzt werden und nicht nur wir. Okay, geht auf das 3. Na, irgendwie ja nicht. Die Luft stinkt irgendwie nach... Genau. Gas. Mal aufstocken. Okay, geh zur anderen Seite. Shit. Noch mehr von den Viechern. Das war ja klar. Ne, nicht langsam und leise. Eigentlich sind wir effektiver, wenn wir schießen. Wenn wir nicht gerade drauf gehen, natürlich. Aber hey, wir werfen gleich Mr. Ziegelstein hier vor und dann. Ja, so viel zum Thema Schleichen. Und diesmal war ich noch nicht mal schuld. Oh shit. Das hat nicht lang gehalten. Wow! Mann, ich hab doch keine Granaten, nichts. Check Septi kaputt, finde ich richtig geil. Scheiße, nicht jetzt. Ja, toll! Ich kann doch nicht mal eine vernünftige Granate dran, ey. Ich glaube, das war's. Das war's. Weißt du, ich würde jetzt echt gern dieses Labor. Nimm die Nasher mit. Ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder gegen Locust schießen. Scheiß auf die Roboter. Gut, jetzt müssen wir nur noch den Weg finden. Sie klemmt. Del, hilf mir beim Aufmachen. Oh shit! Das fühlte sich übel an. Jack, mach mal Licht. Das war nicht so geplant. Kinder, wie läuft's denn so? Klasse Timing, Marcus. Zwar weder Labor noch Stasetanks, aber. Das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort. Also Jack muss das aufmachen und hier ist noch nicht mal irgendwas drin? Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Halt, was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Das Labor... Und Niles. Oh mein Gott, der... Oh mein Gott. Was für eine kranke Scheiße wir hier aufgedeckt haben.
Wusste die Core, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt. Irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Core nie getraut. Nicht mal als